Hey Leute und willkommen zurück bei Dragon Ball und wir werden heute sehr viele Nebenmissionen machen. Ich habe übrigens offline mal wieder ein paar Geschenke verteilt, um die, ja, diese Seelenabzeichen, diese Medaillen zu verbessern. Und wir haben falscher Knopf, das wird mir immer wieder passieren. Wir haben sehr viele Nebenmissionen, wir stehen noch gerade vor einer. Gut, wir haben vier, aber da können ja noch mehr dazukommen. Und ich würde am liebsten eigentlich mit der Hauptstory gerade weitermachen, weil ich die Cell-Spiele gerne machen würde, aber ja, Pilaf, was hast du für uns? Das Problem ist, ich muss wieder alles vorlesen. Die neue Pilaf-Maschine ist endlich fertig. Son Goku ist so gut wie tot. Zumindest wäre er das, wenn ich die Kapsel finden könnte. Jetzt müssen wir ihm helfen, die Kapsel zu finden, damit er uns töten kann. Schlau. Entschuldigung, König Pilaf, also wo könnten wir es verloren haben? Eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, oder? Jetzt, dass Son Goku erwachsen ist, ist er auch wesentlich stärker geworden. Wir haben keine Chance Oh gegen nein. ihn. Was redest du da? Glaubst du etwa nicht an meine Pilaf-Maschine? Verzeihung. Haltet einfach den Mund und findet die Kapsel. Wenn wir die Kapsel gefunden haben, mache ich Son Goku fertig. Dann holen wir uns die Dragon Balls und herrschen über die Welt. Was wirst du tun, wenn du die Welt erobert hast? Hä? Oh, genau. Tja, als erstes, was soll ich denn tun? Ja, König Pilaf, was willst du denn tun? Mund halten, okay? Das sage ich nicht, das ist ein Geheimnis. Wow, lange nicht gesehen, Leute. Was macht ihr hier? Was sollen wir jetzt tun, König Pilaf? Der seltsame Typ hat uns belauscht. Ach, die wissen nicht, dass es Son Goku ist? Seltsamer Typ ist aber nicht nett, oder? Ich bin's, Leute, Son Goku. Du lügst! Der Son Goku, den ich kenne, hatte schwarze Haare. Du bist ein Betrüger. Ach so, meine Haare sind anders, weil ich ein Super Saiyajin bin. Ich bin aber immer noch ich schwör's. Also, er klingt wie Son Goku. Er will wahrscheinlich wie ein Punk aussehen. Vielleicht hat er sich, ja, was unverstanden gefühlt und seine Haare als Zeichen seiner Frustration gefärbt. Frustration verstehe ich, aber warum die gefärbten Lass sie mal Haare? so. Was sollen wir tun, König Pilaf? Er hat alles gehört, was wir gerade gesagt haben. Entspannt euch. Wir müssen einfach cool bleiben und ihn täuschen. Und er hört das übrigens alles nicht, obwohl er direkt davor steht. Okay. Hallo. Tja, also wir haben eine ziemlich wichtige Kapsel verloren. Und nur damit das klar ist, wir haben nicht vor, diese Kapsel zu benutzen, um die Welt zu erobern, okay? Genau. Wir haben überhaupt nichts Schlimmes vor. Du glaubst uns doch, oder? Nein, nein, tue ich nicht. Kein Schnellmerker. Ja, so kennen wir Son Goku. Oh Mann. Ich denke, ich könnte euch helfen, eure Kapsel zu finden. Was? Echt? Das würdest du? Na klar, würdet ihr nicht auch das gleiche für mich tun? Nein, würden sie nicht. Hast du das gehört, König Pilaf? Er hilft uns. Er ist auf jeden Fall ein ziemlich aufrechter Typ. Ihr Idioten, was denkt ihr wohl passiert, wenn er unsere Kapsel in die Finger bekommt? Wir müssen sie vor ihm finden. Jawohl. Apropos Kapsel, wo genau haben wir die wohl verloren? Ich weiß genau, dass wir sie davor noch hatten. Was? Wovor? Kommt es in Erinnerung? Nee. Hä? Hat er vielleicht gesagt davor? Und ich habe einfach davor gelesen? Ah, die schon wieder. Na, die muss also hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, ist eine Kapsel jetzt auch mit Energie? Ich meine, können wir die Kapsel so finden? Müsste ja wieder so eine lila Kugel sein, die wir finden müssen. Und da sind einfach nur Tiere. Oh, wir sind schon raus aus dem Gebiet. 45. Kämpfen will ich jetzt nicht. Vielleicht fliege ich mal ein bisschen höher. Ja, das ist eine D-Medaille. Die können wir aber auch mal mitnehmen. Es war so klar. Ah!
Hallo? Wo ist er hin? Hä? Ernsthaft? Der ist im Felsen drinne. Ach, da hin? Nee. Doch, jetzt ist er wieder raus. Es ist gerade sehr laut auf meinem Ohr. Moment, auch wenn es jetzt mitten im Kampf ist, muss man ganz kurz... So, eigentlich wollte ich mir kurz diese D-Medaille holen. Lässt auch nicht locker, ne? Der Typ verfolgt uns. So, jetzt ist er weg. Die Frage ist jetzt, wo finden wir die Kapsel? Kommt man in diesen Berg vielleicht rein? Oder können wir ihn zerstören? Wir können ihn auf jeden Fall zerstören, aber... gebracht hat uns das jetzt nichts. Ich sehe hier auch so wenig wie in den ganzen Bäumen. Da sind wieder Gegner. Das Gebiet ist jetzt nicht besonders groß, aber... trotzdem finde ich jetzt nichts. Ach, diesen Felsen können wir nicht zerstören. Vielleicht kommt man dann in den hier rein. Oh, guck mal. Da haben wir sie. So. Dann einmal zurück. Also, hast du unsere Kapsel gefunden? Ja. Ist das die Kapsel, die ihr sucht? Oh, ja, das ist sie. König Pilaf hier, das ist unsere Kapsel für die neue Pilaf-Maschine. So. Jetzt müssen wir auch noch dagegen kämpfen, oder? Oh, guck mal, die Musik allein schon. Schön zu sehen, dass ihr habt, was ihr braucht. Okay, ich bin da mal weg. Vielen Dank, du hast uns wirklich sehr geholfen. Moment mal. Braucht ihr noch was? Bist du blöd? Du bist uns vollkommen auf den Leim gegangen. In dieser Kapsel befindet sich die ultimative Waffe, die wir brauchen, um dich endlich zu vernichten. Ultimativ? Wie bitte? Das ist ein ultra starker Roboter. Moment mal, das heißt, da drin ist was super Starkes, gegen das ich kämpfen kann? Worauf warten wir dann noch? Das ist so typisch Son Goku. Was jetzt? Was jetzt, König Pilaf? Er scheint unbedingt gegen ihn kämpfen zu wollen. Das wird nicht lang andauern. Aktiviert die neue Pilaf-Maschine. Einfach diese standardmäßigen Roboter. Los, Pilaf-Maschine! Lösche Son Goku aus! Oh, ich hatte nicht genug Platz zum Ausweichen. Die sind nervig. Was habe ich eigentlich nochmal für Attacken? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Fertig. Meine Pilaf-Maschine! Wow, das hat aber nicht gerade viel Spaß gemacht. König Pilaf, er hat die Maschine im Hampton-Drehen zerstört.
Jetzt gibt es nur noch eine Vorgehensweise. Weglaufen! Das werden wir uns merken. Hä? Was denn genau? So, damit ist das abgeschlossen. Nein, nicht ruckeln. Okay, irgendjemand hat einen Aufstieg. Ah, ich glaube Son Goku. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich spiele nebenbei privat gerade noch ein anderes Spiel und komme jetzt gerade mit der Steuerung irgendwie durcheinander. Gut, hier unten haben wir noch eine Nebenmission. Die gehen wir einfach als nächstes an. Also die Nebenmission würde ich heute ganz gerne alle fertig kriegen und vielleicht auch die Cell-Spiele, wer weiß. Ich weiß nicht, wie lange ich heute aufnehmen werde. So, einmal da rüber. Nein, jetzt fliegt doch. Oranai Baba. Gut, was hat die für uns? Son Gohan zerstört erstmal alles. Hey, Wahrsagerin Baba. Wer bist? Moment, du bist das Son Goku? Ja, ich weiß, ich sehe anders aus, aber ich bin's, Son Goku. Das hast du schnell rausgefunden. Ich habe noch mehr rausgefunden. Ich weiß, warum du hier bist. Wirklich? Du wirst mich bitten, jemand Starken für dich zu finden, oder? Nein. Nein, will ich nicht. Wirklich nicht. Zwischen den Welten. Woher wusstest du das? Kannst du auch Gedanken lesen? Ich muss keine Gedanken lesen können, um das zu wissen. Wirklich? Kannst du mir dann sagen, ob irgendjemand Starkes in der Nähe ist? Hast du Geld dabei? Na schön. Ich könnte... Ja, Mann, soll ich jetzt vorlesen oder du, Oranai Baba? Heißt sie Oranai Baba? Baba, ich sage immer nur Baba. So, ich weiß es gar nicht mehr. Ich könnte dich ja sowieso nicht abweisen. Ich mache es kostenlos. Unglaublich. Die meisten Leute geben ein Vermögen aus, damit ich ihnen helfe. Mal sehen. Ah ja, na bitte. Den suchst du. Findest du hier. Okay, die Position wurde markiert. Großartig, danke vielmals, Wahrsagerin Baba. Moment. Dieser Gegner ist zwar stark, aber wahrscheinlich irgendein Bösewicht. Auf einen Grobian wie ihn wurde bestimmt ein Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du ihn erledigst, sag Bescheid. Ich akzeptiere das Kopfgeld als Bezahlung. Ach, jetzt ist es also doch nicht mehr kostenlos. Meine Dienste sind nie kostenlos. Naja, ich bin da mal weg. Wenn ich zu viel vorlese, dann spielt mein Hals irgendwann nicht mehr mit. Was? Sie hat doch einen Gegner gesagt, jetzt sind es drei. Ach, was soll's. Bereit, Son Gohan? Das ist sozusagen unser Training gerade. So. Oh, Freezer-Soldaten. Ah, sie haben einen Verbündeten gerufen, war ja klar. Mist! So, der Verbündete ist weg. Gut gemacht, Son Gohan. Weißt du was? Wenn er schon ein Schiff ist, dann können wir das ja auch eigentlich gleich mal mitnehmen. Ja.
So, da hinten sind die anderen beiden. Auch wieder Freezer-Soldaten. Oh, dreimal dieselben. Das sind Drillinge. Mist, er hat echt überlebt mit so ein bisschen. So. Die haben wir auch. Fehlen noch die da drüben. Ruckelt manchmal ein bisschen, weil er dann immer die nachlädt, glaube ich, oder speichert. Oder beides. So, ein lilaner, zwei rote. Mist, weil er gegen die Insel geprallt ist, ist er aus der Flugbahn abgehauen von Kamehameha. Nice. So, das war's. Jetzt sind wir nur zurück. Wow, das hat Spaß gemacht. Aber ich könnte noch ein paar Runden mit jemandem kämpfen. Ich sollte zuerst wieder zurück zur Wahrsagerin Barbara gehen. Oh, sie ist auf der anderen Seite. So. Du hast es also geschafft. Ja. Aber ich habe immer noch Lust auf einen Kampf. Entschuldigung. Naja, du könntest auch sterben und dich ins Jenseits begeben. Du kannst da so viel kämpfen, wie du willst. Tja, also, das wäre super. Aber das Essen in dieser Welt schmeckt besser. Außerdem wäre Chi-Chi ziemlich sauer, wenn ich sterben würde. Also bleibe ich hier. Nein, sie wäre nicht traurig. Sie wäre sauer. Sie wäre richtig sauer. Das versteht sich eigentlich von selbst, aber du bist wirklich seltsam. Wahrscheinlich braucht die Welt aber letztendlich genau diese Art von Retter. Gut. Und wir haben die Baba. Ja, okay. Die verteile ich dann, wenn ich alle Nebenmissionen fertig habe. Weil ich vielleicht ja noch mehr dazu kriege. Gut, die nächste haben wir hier oben. Mein Hals spielt heute ein bisschen verrückt. Zwei Missionen sind noch übrig. Und dann kommen die Cell-Spiele wohl bald. Und dann haben wir die Cell-Saga auch bald durch und dann folgt zum Schluss noch die Buu-Saga. Dafür, dass es aber trotzdem nur die Dragon Ball Z-Story ist, geht das Spiel wunderschön lang. Also da kann man nicht meckern. So. Ach ja, den haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Ich nehme die... falscher Knopf.
Ich nehme mal lieber ein paar davon mit. Rentierfleisch. Ich glaube, ich habe noch kein Rentierfleisch. So. Ich sollte hier sowieso mal ein bisschen auf Jagd gehen. Weil wir haben uns noch gar nicht umgesehen. Aber das mache ich dann auch wahrscheinlich wieder privat. Jetzt erstmal, bitteschön, die nächste Mission. Achter, bist du das? Du bist es. Oh, wer bist du? Was? Ach, sorry, ich bin ein Super Saiyajin. Da hast du mich wohl nicht erkannt, was? Ich sehe etwas anders aus, aber ich bin's, Son Goku. Oh, Son Goku, lange nicht gesehen. Was machst du denn ganz allein an einem solchen Ort? Ich sammle Feuerholz, aber normalerweise schaufle ich immer Schnee. Achso, also normalerweise schaufle ich Schnee. Nicht immer, aber meistens. Dieser Winter ist ziemlich streng, also ist es gefährlich, rauszugehen. Aber mir macht die Kälte nichts, deswegen sammle ich Feuerholz. Du bist echt nett, Achter. Aber ich stecke in Schwierigkeiten. Der Computer in meinem Körper spinnt. Wenn er heil wäre, könnte ich mehr Feuerholz sammeln. Vielleicht bist du einfach nur hungrig. Du solltest was essen. Nein, das reicht nicht, um mich zu reparieren. Kennst du jemanden, der mir helfen könnte? Lass mich mal überlegen. Ja, Bulma wahrscheinlich. Für immer Freunde. Ja, ich glaube, Bulmas Vater könnte das. Ja gut, der kann das vielleicht auch. Wirklich? Tja, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich werde ihn mal fragen. Wahrscheinlich muss ich gleich wieder irgendwelche Teile suchen. Ich hasse dieses Suchen. Manchmal hasse ich es wirklich. Manchmal finde ich das so schnell und manchmal dauert es Ewigkeiten. Und was denkst du? Also ich habe noch nicht alle erforderlichen Daten. Wenn ich ein paar technische Dokumente über ihn hätte, könnte es was werden. Krillin und die anderen haben in Gerus Labor die Entwürfe von C16, 17 und 18 gefunden. Alter, mein Hals, ich muss gleich kurz einen Schluck trinken. Kannst du die nicht gebrauchen? C8 wurde nicht nach einem Menschen gebaut. Er ist wie C16, bloß wesentlich älter. Ich bin ein sehr alter Cyborg. Dann werde ich mich mal zum Labor aufmachen. Vielleicht finde ich ja was. Oh, danke, Son Goku. Jetzt muss ich gucken, wo ist denn das Labor? Müsste hier sein, ne? Hoffentlich. Lalalalalalalalala. Weißt du was? Während des Ladebildschirms trinke ich mal ganz kurz einen Schluck. Moment! So, jetzt geht's meinem Hals auch wieder ein bisschen besser. Er war einfach gerade sehr trocken. Ja. Guck mal, die ist hier auch überall, ne? Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Das sieht nach dem Labor aus. Gut, ich sollte mit der Suche loslegen. Ah nein, ich hatte recht. Da ist was. Nein. Damit kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Okay, wir können also auch falsche Sachen finden. Hier liegt ja überall was. Was ist das denn? Mann, was für ein Chaos. Da kann ich ja ewig suchen. Vielleicht sollte ich die Sache verschieben. Ja, wo sind die anderen Kugeln? Ach, da. Nö, das Ding ist komplett hinüber. Und das hier. Das ist kompletter Schrott. Ehrlich gesagt, jetzt sehe ich aber auch nichts mehr. Wir können auch nicht da rein, ne? Wir können nur hier. Ah, da liegt noch was.
Ah, das ist es also. Grüezer! Hä, was ist das? Oh nein, Alarm, Eindringlinge! Was zur... Ist das irgendein... Laberroboter? Töten, töten, eliminieren! Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber wenn du dich mit mir anlegen willst, dann komm ruhig. Eliminieren. Irgendwo ist hier ein Heilungsroboter. Ha, hat wohl nicht gereicht, mein Freund. Okay, das war irgendwie sehr einfach gerade. Puh, damit wäre der Roboter erledigt. Was habe ich denn da vorhin aufgesammelt? Es ist zwar etwas angekokelt, sieht aber nach einer alten Akte aus. Mal sehen, was da steht. C16, Dr. Gero, nachempfunden. Was ist das? Und was steht auf dem anderen Seiten? Hey, Volltreffer, C8! Ich kann zwar nicht entziffern, aber das muss das sein, wonach wir suchen. Ich zeige das lieber Dr. Briefs. So, du hast die Akte, bla 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 bla. Jetzt muss ich trotzdem bestimmt noch nach Teilen suchen. Ja, als wäre eine Mission jetzt so einfach. Ich habe vergessen, wie er redet. Egal. Oh, du hast mir die Dokumente mitgebracht. Und kannst du damit Achter reparieren? Ja, müsste ich. Komm mit, C8. Okay, ich komme zurück, Son Goku. Klar doch, Kumpel. Dank der Dokumente, die Son Goku gefunden hat, konnte C8 repariert werden. Sieh dich mal an. Siehst schon viel besser aus, Achter. Ja, ich bin so gut wie neu. Dieser Dr. Gero ist wirklich ein Genie. Er hat vor fast 20 Jahren schon einen so eindrucksvollen Cyborg wie C8 erschaffen. Aber der Doktor hat mir gesagt, ich sei ein Fehler. Was soll an dir bitte ein Fehler sein? So redet er gar nicht, ne? Er muss da irgendwelche besonderen Kriterien für seine Schöpfungen gehabt haben. Aber ich bin froh, dass ich ein Fehler bin, sonst wären wir keine Freunde geworden. Ich freue mich auch, dass wir Freunde geworden sind, Achter. Du hast mir im Muskelturm sehr geholfen. Hier, ich bring dich hin. Okay, danke. Jetzt kann er wieder Feuerholz sammeln. Draußen fährt gerade ein Motorrad lang. Nur so nebenbei. Bis dann, Achter. Tschüss, Son Goku. Bis bald. So, wieder ein bisschen Geschenke hier. Übrigens haben wir unsere erste Goldmedaille und die ist Trunks. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Durch das Verbessern mit Geschenken kann ich auch ein Community Board machen. Da. Trunks ist schon eine Goldmedaille. Man kann auch sehen, wie weit fortschrittlich er schon ist. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass während der Story sich die Medaillen auch verändern. Hier sieht man Son Goku als Super Saiyajin, Trunks mit längeren Haaren und hier ist schon der Teenager Son Gohan als Super Saiyajin. Finde ich schon ziemlich cool. Die anderen haben sich, ich glaube, Bulma hat sich auch verändert, oder? Ja, Bulma hat sich auch verändert. Ansonsten hat sich keiner verändert, weil sich auch wirklich keiner, naja, in der Story gerade vom Aussehen verändert hat. Ja, aber doch, Yang Chu hat sich auch verändert. Er sieht jetzt so aus, was auch richtig cool ist. Tenshinhan hat sich nicht verändert. Piccolo hat sich, glaube ich, auch nicht verändert. Nein, aber ich finde das ziemlich cool. So. Dann, ja, dieses Schiffe zerstören und so, das mache ich ein anderes Mal. Jetzt haben wir noch eine letzte Nebenmission und die ist hier unten.